So ein Schwachsinn. Ich kann's nicht glauben, ey. Kann's doch nicht sein. Alles Reaktionen, die ihr sehen werdet. Heute machen wir ein Reaction-Video. Dicke Reaction-Videos sind so 2017. Wir schauen uns heute das am schlechtesten bewertetste Video von Gedankentanken an. Change your mind, Stress, lass nach. Also ich bin schon wahnsinnig gespannt, was die gute Frau denn alles falsch gemacht hat. Denn wir haben hier 380 Dislikes auf gerade mal 226 Likes. Dann lassen wir die gute Frau doch gleich mal sprechen. Die Nadege. Accent Graf, Nadege? Schwierig. Ich bin Nadege Tibiro, einfach Nadege. Oder wie der Kölner immer sagt, Nadege mit SCH. Oder heute im Hotel, Nadege. Einfach bitte Nadege. Okay? Also Ihren Namen habe ich ja schon mal richtig ausgesprochen. Und ich spreche ja mit euch heute über das Thema Stress. Sie geht zu diesem riesigen Format Gedankentanken. Und ihr Präsentationseinstieg, ich spreche mit euch heute über Stress. Echt jetzt? Ich glaube, ich muss die Nadege gleich mal kontaktieren, dass sie ein paar bessere Präsentationseinstiege bekommt. Denn als Stressmanagement-Trainerin weiß ich, dass wir alle immer total gestresst sind. Das macht Menschen für mich ganz unsympathisch, wenn sie mit ihrem Berufsstatus so glänzen müssen. Als Arzt weiß ich, dass du dich falsch ernährst. Dann doch lieber sowas wie, als Arzt empfehle ich dir. Wer kann denn von euch so ein paar Bewältigungsstrategien gebrauchen? Ah, oh, einige. Der ganze Saal ist still und sie, oh, einige. Ja, okay, ich verstehe schon so langsam, wo die Dislikes herkommen. Dann hört mal gut zu. Ja? Viele meiner Kunden denken bei den Terminen immer, dass ich denen jetzt eine Formel à la Abracadabra Simsalabim präsentiere und damit den Stress komplett aus ihrem Leben verbanne. Falls das jetzt einer von euch auch gesagt hat, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Ist nicht so, ja. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, sie findet sich gerade am allerlustigsten. Versucht, glaube ich, gerade diese Kölner Art nachzumachen. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich aus Köln kommt. Also es wirkt unsympathisch auf mich, dieses Dialekte nachmachen. Warum? Schon ein sehr weiser Mann sagte nämlich Folgendes. Und dann dieser Einstieg, ein sehr weiser Mann sagt bereits. Das ist so überspannt. Jetzt kommt vielleicht Sokrates oder Aristoteles. Ich bin gespannt. Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. Ach, Einstein. Fuck, darauf hätte ich auch kommen können. Da sich ja keiner von uns zu der Kategorie Idioten schlägt, sind das ja immer die anderen. Ne? Keiner von uns ist ja der Idiot. Aber ist auch ein schwieriges Wort. Finde ich ganz schwierig, weil aber immer alles relativiert, was du davor gesagt hast. Also ich finde dich heute sehr schön, aber einen einfachen Trick, den ihr verwenden könnt, statt aber einfach und sagen. Wenn wir uns jetzt diesen Satz genauer anschauen, wird aber eines ganz deutlich. Wir werden Stress niemals komplett aus unserem Leben verbannen können. Niemals. Das ist aber gar nicht so tragisch. Wisst ihr warum? Wissenschaftler der University von Pennsylvania gehen sogar dazu über und sagen, Stress lässt uns erst aktiv und handlungsfähig werden. Ihr kennt bestimmt alle den Ausdruck Kampf-Flucht-Modus. Ja? Entweder haust du dem Idioten eine rein oder du entziehst dich der idiotischen Situation. Das Einzige, was wirklich entscheidend bei Stress ist, ist die Dosis, deine individuelle Bewertung deiner Ressourcen, um Stress bewältigen zu können und die benötigten Regenerationsphasen. Also ich finde auch ihr Outfit ganz spannend. Das ist so ein schönes Kleid. Ich glaube, dieses Kleid alleine hätte ich schön gefunden. Aber dann dieses Cape drumherum, diesen Umhang. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber wisst ihr, was noch so tückisch ist? Was wir alle verlernt haben. Und jetzt kommen wir schon mal zu dem ersten Punkt meines Change Your Mind Programm. Wir müssen im Alltag genauer hinsehen, denn
Ist denn wirklich alles negativer Stress, auch Distress genannt, oder nicht sogar Eustress? Das ist positiver Stress. Ein Beispiel dafür. Nehmen wir mal an, drei potenzielle Arbeitgeber haben deinen absoluten Traumjob. Sie spricht auch sehr, sehr laut. Sie versucht, so typisches Trainerdasein, sie versucht, so den Raum mit ihren Worten zu füllen. Was gut ist, wenn du in einem Raum bist. Auf einer Bühne hingegen ist es suboptimal. Denn die Lautsprecher kannst du einfach nach oben pitchen. So das, was im Mikrofon ankommt, das können wir einfach über die Lautsprecher verstärken. Und deshalb darf sie hier auch mit ihrer Stimme noch ein bisschen nach unten gehen. Das wird ihre Stimme auch sehr viel angenehmer gestalten. Denn jetzt versucht sie ganz stark mit der Mundstimme laut zu sprechen. Das ist wahnsinnig unangenehm. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall was machen. Aber wenn du hier hinten sprichst, dann ist es viel, viel angenehmer. Deshalb, wenn du auf der Bühne bist und ein Mikrofon hast, dann bitte ein bisschen leiser sprechen. Die Tontechnik wird dich dann sicherlich nach oben pitchen. Du bewirbst dich bei allen dreien. Erst passiert gar nichts, kennen wir ja. Ne? Und dann melden sich alle drei auf einmal. Jackpot, hast Vorstellungsgespräche. Die finden aber alle in einer Woche statt. So, wenn dich jetzt Mutter, Vater, Bekannte, Freund, Freundin, egal wer anruft, um sich nach deinem Befinden zu erkundigen, antworten 98% der Menschen mit: Ich bin total gestresst. So, was löst diese Aktion jetzt aus? Die dementsprechende Reaktion in deinem Körper. Das sind diese Menschen, die immer betonte Pausen machen möchten. Auf jede Aktion folgt eine, dass du jedes Wort so betonst, ist unnötig. Ich verstehe das nicht, warum Menschen immer so komisch Pausen machen möchten und nicht einfach sagen, auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Und zwar physisch in Form von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen etc. und psychisch in Form von Unruhe, Gedankenkarussells und. Und warum das alles? Weil du und dein Verstand deinem Körper in dem Moment signalisiert. Hat sie dieses Einstein-Bild eigentlich von irgendeinem Facebook-Feed geklaut? Es sieht wenig scharf aus. Die Schrift sieht für mich aus, als hätte sie so einen Thorsten aus den mittleren 40er Jahren verwendet. So hat es nämlich die Standardschriftart von Word. Kannst du nicht mal ganz entziffern. Das ist irgendwas mit Serifen. Es handelt sich um etwas Negatives. Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Deswegen, ihr Lieben, lernen wir schon mal Punkt 1. Schaut im Alltag genauer hin und fangt an, eure Situation richtig zu bewerten. Bewerten. Habt ihr alle mitgekriegt, ne? Jawohl? Ha, super. Hier, wie ist der Name? Matthias. Der Matthias hat es hier schnallt. Super. Das kommt fast schon verzweifeln rüber. Dass du jetzt den Matthias als letzten Anker nehmen möchtest. Matthias, ich habe es genau gesehen. Du hast gerade gelacht. Lach beim nächsten Mal nochmal. Das ist meiner. Wir kommen auch gleich zu einer Frage. Matthias, da wird das ganz wichtig. Ja? So, wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Jetzt spreche ich über unsere Erwartungen. Ich meine jetzt nicht die Erwartungen, wenn die Mutti immer sagt, so Kind, bei der Partnerwahl hast du immer zu hohe Ansprüche. Manch einer wird jetzt vielleicht morgen früh beim morgendlichen Seitenblick denken, nee, passe, muss ich revidieren? Wenig passender Humor gepaart mit Mario Barth, dann kommt sowas raus, ganz peinliche Stille. Ich rede auch nicht von den Erwartungen, wo man immer sagt so, dabei sein ist alles, Tiefschaufeln. Nee, ihr Lieben. Wovon ich spreche, sind die Erwartungen, die wir immer auf andere Menschen sozusagen überstülpen. Es kommt mir auch so vor, als hätte sie ihren Vortrag nicht genug geübt. Die Sachen, die wir über manche Menschen drüber stülpen. Wenn Menschen so viele Pausen machen, dann brauchen sie ganz viel Bedenkzeit. Da müssen sie nachdenken, was wollte ich nochmal als nächstes sagen? Oh, was war jetzt nochmal im Skript als nächstes? Ich weiß es nicht mehr. Und dann betonen sie diese Worte, damit sie noch ein bisschen nachdenken können. Durchschaut man das. Die aber etwas mit unseren Emotionen zu tun haben. Denn damit gibst du ein Stück weit Verantwortung und Selbstkontrolle ab. Ja?
Wer von euch nämlich zum Beispiel total gut drauf ist und erwartet, dass alle anderen Menschen genauso gut drauf ist, selber schuld. Wer zum Beispiel ein Projekt vorstellen soll und jetzt erwartet, dass die Kollegen total in Beifall ausstürmen. Dieses Publikum fasst alles zusammen, was ich gerade über diesen Vortrag denke. Alle denken sich nur so, wann ist es endlich vorbei, Leute? Selber schuld. Wer zum Beispiel auf eine Party oder Hochzeitsfeier oder egal wohin geht und an dem Abend erwartet, seine Traumfrau oder seinen Traummann kennenzulernen, ist was? Selber schuld. Genau. Apropos, wer von den Männern ist Single? Kleiner Tipp von mir am Rande. Die heutige Frau, die ist mit ihrer Karriere, mit Arbeiten, mit Snapchat, mit Facebook, mit keine Ahnung was beschäftigt und bloggen. Ganz wichtig, ergo, die ist hungrig. So, jetzt kleiner Tipp von mir. Wenn du nämlich nach alter Gentleman-Manier denkst, du müsstest deine Auserwählte hier mit Gestrüpp, mit Blumen, ne, umgarnen. Nee, bringt nichts. Ja? Gib den Frauen heutzutage einfach was zu essen. Ja, ist wirklich so. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum sie jetzt Beziehungstipps gibt. Ich dachte, es ging um Stress. Vielleicht war das ein lustiges Twitter-Ding und sie wollte es unbedingt in ihren Vortrag einbauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Echt so. Ist wirklich so. Glaub mir, bitte. Bitte glaub mir doch. Wisst ihr, woran man das noch sieht? Deswegen funktionieren nämlich so Sendungen wie der Bachelor nicht. Zumindest bei mir nicht. Warum? Hier wird nichts zu essen. An den besagten Abenden, ne? Wenn es weit gebracht hast und gut durchgezickt hast, was hier wird dann? Ihr Strüpp in Form einer Rose. So, wenn du bis zum Ende durchgehalten hast, ne? Ja, sind wir mal ganz ehrlich, die Männer, die da heute alle mitmachen, die kann man ja nicht als Männerstück Fleisch bezeichnen. Ne? Hier wird auch wieder nichts zu essen. Ja. Ich glaube, ich sollte RTL mal schreiben. Ne? Aber deswegen, denk da dran, ja? Hat bei mir nämlich vor ein paar Jahren auch funktioniert, deswegen spreche ich aus Erfahrung. Meiner hat der, wie heißt er gleich nochmal? Ist auch scheißegal. Nennen wir ihn einfach der Mann, der bei mir den Müll wegbringt, die Bilder aufhängt und verstopfte Rohre freipusten darf. Also ich sehe viel Zuneigung für Ihren Mann, auf jeden Fall. Wenn ich über meinen Partner so spreche, dann würde ich mich auf der Bühne so unfassbar unwohl fühlen. Der hat nämlich alles richtig gemacht. Ne? Nie Blumen, immer direkt was zu essen. Das funktioniert bei der Nadesh. Bis auf ein einziges Mal. So, jetzt sind ja ein paar Herren hier. Jetzt stelle ich euch nämlich eine Frage. Wie gesagt, der hat immer alles richtig gemacht, bis ein einziges Mal. Was ist manchmal mit euch los? Gebraucht ihr wirklich manchmal eure Gehirnzellen wie damals in der Vorschule als Bobbycars, die ihr einfach nur frontal vor eure Schädelbasis knallen lasst? Ich hoffe, ihr seid jetzt bei mir. Ich lasse nämlich jetzt wirklich tief blicken. Wisst ihr, was meiner da, der hier die Bilder aufhängen und den Müll rausbringen darf? Wisst ihr, was der sich einfallen lassen hat letztes Jahr zum 41. Geburtstag? Ja, Frankfurt, das klappt ja super. Das ist nämlich die Stelle, wo Frauen in meinem Alter den spontanen Applaus lieben. Nee, ihr Lieben. So diese Promoter-Schiene funktioniert auch in den wenigsten Malen. Sind wir alle gut drauf? Jetzt lasse ich wirklich ganz tief blicken. Ich hoffe, ihr seid wirklich alle bei mir. Tada, ich präsentiere euch mein Geburtstagsgeschenk letztes Jahr. So, ihr Lieben, wie man erkennen kann, es handelt sich um einen Tomatenbaum. Jetzt wird's richtig eklig, jetzt möchte sie richtig rausschreien, jetzt möchte sie den ganzen Raum voll machen von ihrer Stimme und hört sich richtig krächzig an. Oh, Nadesh. Man sieht, hier, die drei roten, die waren schon reif, den Rest seht ihr nicht, die sind grün, ja? Und diesen Zentnersack, den man daneben sieht, sind einfach nur rote Chips. Jetzt muss ich nur ganz kurz dazu erwähnen, das Jahr davor haben wir für 3 Monate auf Bali überwintert. Ja, es war ganz schlimm. So, und auf Bali gibt es ganz knusprige rote Beete-Chips. Also rote Beete habe ich gerne gegessen. Keine roten Kartoffeln, okay?
Da fällt mir jetzt wieder auf, ne, von meinem könnte nämlich auch der Spruch kommen, ne? Mailand, Madrid, ja, Hauptsache Italien, ist ja alles das Gleiche, ja? Kartoffeln! So, und ganz ehrlich, ich stand da und hab den angeguckt und dann steht der so vor mir und sagt, ja, mein Schatz, du isst ja immer so gerne Cherry-Tomaten. Da hab ich mir gedacht, ich schenk dir einen Baum. Dann hast du die nämlich in der Küche stehen und musst nicht mehr zu oft zum Rewe einkaufen gehen. Das beschreibt voll und ganz auch meine Reaktion auf diesen Vortrag, so dieses... Was will die? Ihr Lieben, jetzt muss ich noch kurz dazu erklären. Auch wenn man sein Publikum ihr Lieben nennt, schwierig, schwieriger. Mein Vater war Botschafter. Dementsprechend ist mir die Diplomatie sozusagen in die Wiege gelegt worden. Sprich, als DNA indiziert worden. Sie hat es voll und ganz drauf, alles zu wiederholen. Es ist mir in die Wiege gelegt worden, es ist mir als DNA injiziert worden. Das verwäscht jetzt diese Aussage voll und ganz. Sag's einmal und sag's richtig, dass es bei den Teilnehmenden oder bei den Zuschauern auch ankommt. Also habe ich den ganz entzückt auf diplomatische Art und Weise angeguckt. Und hab den so ganz diplomatisch gefragt. Sag mal, was soll das? Hörst du so normal? Nee, ungelogen. Und wisst ihr, was das Schlimme ist hier? Die Ladies kennen, dann macht sich gut, ne? Wenn man so mit Weibern zusammensitzt und alle immer so, mein Freund hat mir letztens zum Geburtstag die Reise nach auf die Malediven geschenkt und dann die nächste so, oh, meiner hat sich gemerkt, dass ich die Tasche von der neuesten Michael Kors Kollektion haben wollte. Ja, dann sitzt sie dann da echt dazwischen und, oh, ich hab einen Tomatenbaum gekriegt. Ey, jetzt ganz ehrlich. Finde ich seltsam, dass das angekommen ist. Das war so der basischste, grundlegendste Humor. Ich habe jetzt mehr vom Publikum erwartet. Liebes Publikum, echt peinlich. Echt peinlich. Sieht ja dieses typische Rollenklischee-Ding. Möchte ich jetzt auch gar nicht mehr darauf eingehen. Weiter geht's. Ja, so für die Ladies habe ich einen Tipp. Wer einen Mann hat, der gerne Fleisch isst, einfach so ein halbes Schwein an so einen Karabinerhaken hängen. Ja? Mit dem Haken hast du nämlich gleichzeitig das Eisen für den Hobbykeller noch mitgesponsert und rote Schleife drum. Ja? Haben wir das Geschenk. So, und das Allerbeste aber, was noch dazu kommt, ist, dass meiner, hier, der Dingens, ne, der die Müll wegbringen darf, der weiß genau, dass ich mit Pflanzen nicht umgehen kann. Das ist jetzt kein Scherz, ja? Ich bin immer total neidisch, wenn ich bei anderen bin, da grünt und blümt es immer. Und dann denke ich immer so, ich klicke dann immer die Blätter um. Die wundern sich immer, dass 3 Tage später die Pflanzen eingehen, ja? Wirklich, ich war mal so verzweifelt und habe mir einen Kaktus gekauft, der ist eingegangen. Aber das ist nicht meine Schuld. Moment, in Deutschland habe ich gelernt, dass man sagt, wenn Menschen gut mit Pflanzen umgehen können, dann heißt es immer, die haben einen grünen Daumen. Ja, welche Daumenfarbe Mutter Natur mir gegeben hat, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die Farbe kriege ich bei Pflanzen verdammt gut hin. Ja. Ich habe mal in einem Video gesagt, dass man niemals als erstes lachen sollte. Und Nadesh bekommt es hin, bei jedem Witz als erstes und vor allem am lautesten zu lachen. Aber das Einzige, was ich jetzt wirklich einfach auf amüsante Art und Weise euch mitgeben möchte, Erwartungen nicht auf andere Menschen übermünzen. A, ganz klar sagen, was ihr wollt, viel wichtiger, was ihr nicht wollt. Und bleibt mit euren Gedanken bzw. mit den Mindsets bei euch. Überlasst eure emotionale Kontrolle nicht anderen Menschen gegenüber. Wenn du also gut drauf bist, ja, sei es und agiere und handle so, weil du es möchtest. Wenn du dein Projekt vorstellst, ja, aber erwarte von den anderen nichts. Okay? Und last but not least kommt jetzt noch ein dritter wichtiger Aspekt von meinem Change Your Mind Programm. Wir hatten ja, ihr wisst, bewertet richtig. Ist es Distress oder Eustress? Erwartungen, gerade emotionale Sachen, nicht anderen überlassen. Bleibt mit den Mindsets bei euch. Das hat Ihnen das jetzt schön gemacht. Wenn du so eine dreigeteilte Rede hast, eine dreigeteilte Präsentation, dann weiß das Publikum meistens nicht mehr, was 1 und 2 war. Und das ist nochmal zu wiederholen, was war jetzt nochmal 1, was war nochmal 2, bevor du dann auf den letzten Punkt zu sprechen kommst. Und der dritte Punkt ist, wer von euch kennt das Lied Redemption Song von Bob Marley? Ah, super, ist eins meiner Lieblingslieder, weil es inhaltlich so viel schöne Sachen aussagt.
Und da gibt es zwei Sätze, die ich euch mitgeben möchte. Tut mir einen Gefallen, ab heute verinnerlicht diese beiden Sätze. Ja? Von mir aus tätowiere sie dir auf die Stirn, dass dein Gegenüber immer davon profitiert. Ja? Und diese zwei Sätze, wir bewerten jetzt nicht meinen Gesang. Finde ich ganz merkwürdig, wenn Menschen sich selbst erstmal schlecht machen, damit sie dann Erwartungen übertreffen können. Da läutet bei mir immer schon die Alarmglocke und dann weiß ich ja, die Leute, die wissen wirklich nicht, was sie tun. Lauten wie folgt. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Ganz wichtig, emancipate yourselves from mental slavery. Ja, gedanksprachlich umgesetzt. Befreie dich von der mentalen Gefangenheit. None but ourselves, niemand außer du, yourselves, can free your mind. Ihr könnt eure Gedanken befreien. Ihr habt es in der Hand. Also, change your mind. Frankfurt, was machen wir ab heute? Haben wir alle Spaß hier. Frankfurt, Ballermann. Change your mind. So, und weil ich immer gerne alle Lernkanäle benutze, visuell, auditativ, haptisch, kinästhetisch, steht auf. Ja, jetzt nicht überlegen, aufstehen! Na das! Und jetzt steht auf und dann haben wir noch mehr Spaß zusammen! Ich glaube, sie hatte mal so einen Promoter-Job irgendwie auf Malle oder so und Frankfurt steht auf! So! Und jetzt! Bitte, ich lasse meine Vorträge mal gerne in der Party enden und alle! DJ, turn the music lauter! Lauter! Sehr schön, ihr Lieben! So! Und jetzt, gebt euch Skill! Wenn ihr im Stress seid, ihr macht einfach Bewegung! Alles zusammen! Also, das kannst du jetzt wirklich nur machen, wenn dein Publikum bei dir war. Ich glaube, sie hat über diesen gesamten Vortrag, über diese gesamten 15 Minuten zwei oder vielleicht drei Lacher geerntet. Und dann kann sie nicht erwarten, dass diese Menschen dann emotional bei ihr sind und mit ihr feiern und mit ihr tanzen. Fand ich jetzt eine schöne Idee, dass deine Hände so Gedanken symbolisieren und die machst du auf einmal. Schön gedacht, aber ich mache einfach nicht mit. Ich meine, wenn die gute Frau mich 15 Minuten lang nicht begeistern konnte, dann mache ich jetzt in den letzten 2 Minuten Tanzen auch nicht mit. Öffnen, so jetzt weiter, die Ladies da lang. Hier mal mit dem Kopf, ich mache Spiegelverkehr. Ja? Die Herren, den Stress habt ihr jetzt, ihr macht ganz cool. Ihr macht links, die Ladies. Ich bin ja auch immer ein Riesenfan von Geschlechterrollen. So, die Männer machen jetzt das und die Ladies machen das. Oh, schwierig, Leute, schwierig. So, das versuchen wir jetzt aber mit Tempo. Okay, Tempo ist, das ist der Beat, ja? Für die Ladies, der ist so die Männer. Ja? Ja, sehr, hier. Was hier? Ja, das Brust hier. Sehr schön. So, alle zusammen auf Speed. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Komm, die Ladies. Sehr schön. Ist auch eine Frau, die auf jeden Fall jede Folge Bachelor und Germany's Next Topmodel schaut? Safe. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ladies. Weiter. Die Männer, die Schulter. Nochmal. Mitmachrate ist auch eher weniger da. diese Typen sagen schon alles aus, was ich gerade denke. So, Digga, das ist einfach seltsam, was du gerade machst. Sehr schön! Die Männer! Sehr gut! Und dann weiter!
Also Lügen im Vortrag brauchen wir auch niemals. Das heißt, wenn das Publikum einfach nicht mitgemacht hat, wenn das Publikum mich nicht lustig fand, dann sage ich nicht am Ende, Frankfurt, ihr wart richtig geil, ihr habt richtig die Sau rausgelassen. Dann sage ich halt, ja, ciao, war schön mit euch. Denkt dran, was macht ihr heute? Change, ja, Mann, nochmal, alle! Wehe! Keiner setzt mein Programm um. Ja, hier, die Herren stehen noch. Also ihr wisst ja, ne? Man ist ja immer geneigt. Hier, der Mensch strebt ja immer nach was Besserem. Wer ist jetzt noch mal Single? Ah, okay, alles klar. Habt vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so toll mitgemacht habt. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und denkt dran, change your mind! Der Schluss war jetzt auch nicht allzu inspirierend. Sie hat nochmal rausgeschrien, wie ihr Programm heißt. In guter alter Mallorca-Manier. Die ganzen Dislikes verstehe ich jetzt voll und ganz. Und wenn ihr auch sagt, ihr möchtet das besser können, dann sage ich nur eins. Abonnieren! So ein Quatsch. Wenn euch diese Art von Videos gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und am allerbesten, schreibt mir gleich in die Kommentare, auf welches Video ich als nächstes reagieren soll. Bis dann.